Bei Fribourg, bei Fribourg, auf dem Boden und ein Dach. Bei Fribourg, bei Fribourg, guten Tag. Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Guten Tag. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! So, Fribo. Also, ich habe mir gedacht, weil wir zu Weihnachten ja nicht so viel Dekoration hier oben hatten, machen wir zu Ostern richtig viel schönen Deko. Guck mal, ich habe hier alles möglich dabei. Ein Korb mit Ostereiern schön bemalt, dann lustige kleine Häschen und Hühner und Girlanden natürlich, ein Osternest und ganz viel. Ja, mach mal mit, Fribo, komm, sonst habe ich alles allein dekoriert gleich hier. Willst du nicht mitmachen? Was ist denn los? Ich habe sogar ein Geschenk für dich mit dabei, Fribo. Das verstecke ich nachher, das kannst du suchen. Ja, danke. Was ist denn los? Du liebst doch Geschenke, Fribo. Ha? Ja, aber ich will heute gar nichts feiern. Kein Ostern und gar nichts. Am besten nimmst du alles gleich wieder mit runter. Aber so kenne ich dich ja gar nicht. Was ist denn passiert? Das ist mir alles viel zu bunt. Ich bin zu traurig für bunt. Ja, aber was ist denn los? Erzähl mal. Ich habe heute diesen Brief bekommen von meinen Eltern. Sag mal. Ja, kannst du reingucken. Ach du meine Güte. Ach, Fribo, deine Uroma ist gestorben, das tut mir leid. Ja. Das wusste ich gar nicht. Meine Uroma Fridolina, vor 3 Tagen. Oh, das ist wirklich traurig. Ja, und sie war meine liebste Lieblings-Uroma. Sie hat mir immer Schlaflieder vorgesungen, als ich noch ganz klein war. Hat sie gesungen, Schlaf, Holz vom Schlaf, du warst heut lieb und brav. Drum schenke ich dir ein Hölzelein, da kuschelst du dich tief hinein. Schlaf, Holzwurm, schlaf. Das ist wirklich ein schönes Holzwurm-Schlaflied. Ja, und jetzt bin ich traurig und ich glaube, ich kann nie wieder fröhlich werden. Ich kann verstehen, dass du traurig bist, Fribo. Ich glaube, ich weiß, was du jetzt brauchst. Ja. Pass mal auf, ich gehe mal kurz was holen. Ja. Und du kannst ja in der Zeit mal bei Carla zuschauen, wie sie was Schönes zaubert. Ja? Okay, ja, Fribo? Okay. Bin gleich wieder da, ja? Ja, aber bleib nicht so lange weg. Bin gleich wieder da. Keine Angst. Ja. So, na jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier jemand findet. Eins haben wir hier versteckt, eins hier. Sehr gut. Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Bonjour, die Carla ist wieder da. Heute möchte ich gerne mit euch kleine süße Osternestchen backen. Und dazu stellen wir als erstes einen Hefeteig her. Aus den Zutaten, die ihr hier seht. In der großen Schüssel habe ich Mehl, dann kommt dazu Zucker, weiche Butter, alles hier in meine Schüssel rein. Ups. Und ein Ei kommt noch hier rein. In diesem kleinen Schälchen habe ich Trockenhefe. Das ist ein bisschen einfacher als mit frischer Hefe. Man kann es aber auch mit einem richtigen Würfelhefe machen. Und zum Schluss noch ein bisschen warme Milch und ein Spritzer Zitrone. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je nachdem, manch einer mag das nicht so zitronig. Und wer es ein bisschen zitroniger mag, der macht einfach ein bisschen mehr Zitrone rein. Das Wichtige beim Hefeteig, und das ist ganz, ganz wichtig,
Man braucht Zeit. Der Hefeteig braucht Zeit. Und es muss richtig schön warm sein. Denn Hefeteig ist nicht etwas, was man so ganz schnell in 5 Minuten zusammenrühren kann, sondern der braucht Zeit beim Kneten. Den muss man jetzt richtig schön durchkneten, bis der Teig Blasen wirft. Dann muss der Teig sich ausruhen. Das heißt, der Teig geht. Der braucht 1 bis 2 Stunden, sodass er wirklich in der Schüssel doppelt so groß ist wie vorher. Und am besten stellt ihr die Zutaten vor dem Backen schon mal raus, sodass die auch warm sind. Dass die Butter warm ist, die Milch warm ist, das Ei warm ist. Das ist das Geheimrezept beim Hefeteig. Und wenn ihr dem Hefeteig genug Zeit gebt zum Gehen und alles schön warm ist, auch mit warmen Händen den Teig kneten, dann gelingt der sicher. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, bis der Teig fertig gegangen ist, habe ich das natürlich schon mal vorbereitet. Schaut mal hier in meine Schüssel. Als ich das zusammengerührt habe, war es so ein kleiner Klumpen und das ist jetzt wirklich doppelt so groß geworden, das Teigvolumen. Genau so muss es sein. Jetzt hole ich den hier raus aus der Schüssel und knete ihn nochmal richtig schön durch. Und dann forme ich mir 2 Teile. Die Menge des Teiges, die reicht ungefähr so für 2 Osternestchen. Ich nehme jetzt mal hier die Hälfte davon. Die andere Hälfte gebe ich wieder in die Schüssel. Und auch dieses Stück knete ich noch mal richtig schön durch und mache mir dann 3 Teile. Und aus diesen 3 Teilen knete ich jetzt schöne lange Bänder, die wir dann wie so einen kleinen Hefezopf flechten. Guckt mal, so schön zwischen den Fingern, dass das so ein richtig schönes langes Band wird, wie so eine dicke Bandnudel. Lege ich mir hier hin. Jetzt kommt das nächste dran. Und ich freue mich schon darauf, wenn der gleich fertig gebacken ist. Wisst ihr, wie lecker das schmeckt? Mit schönen Marmelade da drauf oder Schokocreme oder einfach nur mit Butter. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr Süßes drauf. Oh, herrlich. So, und jetzt flechten wir diese 3 Bänder wie zu einem Zopf zusammen. So, schaut mal, ganz ähnlich wie beim Haareflechten. Und dann wird es zu einem Ring zusammengelegt und hier schön zusammengedrückt. In der Mitte kann ruhig ein Loch bleiben, denn da können wir dann ein kleines Schokohäschen oder ein kleines Osterei reinsetzen. Und dieser fertige Teigring kommt auf das Blech. Und wie ich schon vorhin erklärt habe, der Teig braucht ganz viel Zeit zum Gehen. Auch dieser fertige Teigring muss jetzt nochmal gehen. Und dazu stelle ich ihn auf meinen Ofen, hinten auf den Ofen, nicht in den Ofen, denn jetzt muss er nochmal gehen und größer werden. Aber wie das fertige Osternestchen aussieht, zeige ich euch jetzt. Da ist es. Und ich freue mich jetzt schon drauf auf mein kleines Osterfrühstück. Und sag tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche euch ein schönes Osterfest. So, Fribo, schau mal. Ich habe dir eine große Tasse mit heißem Kakao gemacht, mit schön viel Schlagsahne drauf und natürlich mit Sägespänen. Ne? So einen hat meine Uroma mir mal gemacht, wenn ich traurig war, weißt du? Danke. Natürlich ohne Sägespäne. Danke. Du hast auch eine Uroma? Na klar. Jeder hat eine Uroma. Und wo ist deine Uroma? Ja, meine ist schon vor vielen Jahren gestorben. Wirklich? Deine auch? Ja. Und warst du da auch traurig? Na klar, da war ich richtig traurig. Aber das will ich nicht. Ich will nicht, dass jemand stirbt. Und ich will auch nicht traurig sein. Nun, was können wir denn jetzt machen? Tja, also ich würde sagen, ich erzähle dir meine Geschichte aus der Bibel, okay? Jetzt? Mhm. Heute bin ich zu traurig für eine Geschichte. Ich mag gar nichts. Keine Geschichte, nichts Buntes, kein Glitzerndes. Aber das ist nicht irgendeine Geschichte, Fribo. Das ist die wichtigste Geschichte von allen. Ja? Ohne die Geschichte könnte man die ganze Bibel auch weglassen. Wirklich? Die allerwichtigste Geschichte? Die allerwichtigste Geschichte. Und weißt du was? Nee. Die fängt auch damit an, dass jemand gestorben ist. Das heißt, es sind ganz viele Leute in der Geschichte, die das genau verstehen, wie dir es gerade geht. Na gut. Vielleicht hilft es ja. Kannst du Bodo mitnehmen nach drüben? Na klar, das mache ich. Dankeschön. Komm, Bodo, du bist auch traurig, ja?
Ja, so ist das. Komm. So, Fribo, Bodo ist schon mal hier. Ja, danke. Gerne. Also, die Geschichte, die ich heute erzähle, die steht im Neuen Testament. So. Genau. Da ist sie. Also, pass auf. Da waren ein paar junge Männer. Zum Beispiel der Jakobus und der Andreas. Und der Johannes war auch dabei. Und der Matthäus. Und der Thomas. Und der Petrus. Moment mal, die kenne ich doch alle. Das sind doch die Freunde von Jesus. Das stimmt, das sind die Freunde von Jesus. Mhm. Und die sind richtig, richtig traurig, so ja. Wie du gerade. Ja, warum denn? Weil ihr bester Freund gestorben ist, Jesus. Oh. Ja, die Römer und die Leute, die Jesus nicht leiden konnten, die haben ihn an ein Kreuz gehängt und da ist er gestorben. Oh. Und die Jünger waren ganz verwirrt, weil sie haben geglaubt, dass Jesus gekommen ist, um gegen die ganzen bösen Leute zu kämpfen und zu gewinnen und dann König zu werden auf der Erde und alles gut zu machen. Und dann war Jesus plötzlich tot und lag in einem Felsengrab mit einem großen, schweren Stein vorm Eingang und alles war vorbei. Und die wussten gar nicht, was sie machen sollen, die Freunde von Jesus. Und so saßen sie alle zusammen in einem Raum und waren ganz traurig. Ja, die kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber als sie da so gesessen haben und getrauert haben, haben sie plötzlich was gehört. Was denn? Da waren Schritte draußen. Schritte? Wer kam denn? Ja, da kamen zwei Frauen angelaufen. Zwei Frauen? Wer denn? Die hießen beide Maria. Das waren auch Freundinnen von Jesus. Und die Freunde von Jesus kannten auch die beiden Marias. Und die kamen angerannt, aber das war ganz komisch. Die haben nicht geweint. Was? Und die waren auch nicht traurig, die haben sogar gelacht. Warum haben die denn gelacht? Ja, das haben sich die Jünger auch gefragt. Ja. Weil eigentlich sind die beiden losgegangen, um Jesus im Grab mit teurem Öl einzureiben. Das hat man damals so gemacht mit den Toten. Mhm. Aber schau mal, hier in ihren Krug, der ist noch ganz voll. Der ist ja wirklich ganz voll. Siehst du, ne? Die haben gar nichts benutzt davon. Ja, die brauchten nichts davon zu benutzen. Wieso? Als sie zum Grab kamen, ja? Da war das Grab leer. Wie leer? Na, Jesus war nicht mehr im Grab drin. Was? Aber da war ein Engel und der hat was zu ihnen gesagt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Geht schnell zu seinen Freunden und sagt ihnen, Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Wirklich? Echt? Ja, echt. Und dann haben die beiden Frauen Jesus sogar noch selbst getroffen und sind richtig fröhlich geworden. Ja? Und sind so schnell sie konnten losgerannt, um den Freunden von Jesus das zu erzählen, was sie erlebt haben. Und der Petrus hat sich gedacht, das ist ja verrückt, die spinnen doch, die Frauen. Und die anderen haben auch überlegt, sind die jetzt verrückt geworden, haben die es vielleicht nur geträumt. Aber kurz danach ist Jesus ihnen auch begegnet. Und danach noch vielen anderen Leuten. Und er hat mit ihnen gesprochen und die konnten ihn sogar anfassen. Und tatsächlich, es war wirklich Jesus und er war wirklich lebendig und nicht mehr tot. Aber wie geht denn das? Er ist doch gestorben. Ja, pass mal auf. Erinnerst du dich noch daran, was die Jünger, die Freunde von Jesus gedacht haben, was er macht, dass er gegen die bösen Leute kämpfen soll und König werden soll und sowas? Mhm. Das hat Jesus wirklich gemacht. Er hat gegen das Böse gekämpft, aber nicht gegen Menschen, sondern gegen was viel Schlimmeres. Was denn? Gegen den Tod hat er gekämpft. Und? Und er hat gewonnen. Er hat den Tod besiegt. Jesus ist stärker als der Tod? Jesus ist stärker als der Tod, ganz genau. Und kannst du dir vorstellen, was das bedeuten könnte? Das bedeutet, das bedeutet, dass meine Uroma auch nicht für immer tot ist. Kann sie vielleicht auch wieder lebendig werden, so wie Jesus? Ganz genau das heißt es, Fribo. Ja? Und Jesus hat das sogar versprochen. Er hat gesagt, alle, die zu mir gehören, die sind mit mir zusammen Sieger und die kann der Tod nicht überwinden. Und das heißt, wenn er wiederkommt, hat er versprochen, dass alle, die zu ihm gehören, wieder auferstehen werden vom Tod und nicht tot bleiben, sondern wieder leben. Und meine Uroma auch? Ja, deine Uroma auch. Juhu! Das ist ja, Fribo, fantastisch. Das ist richtig toll. Das ist ja die beste Geschichte, die ich je gehört habe. Du, das müssen wir feiern. Ja, das will ich ja die ganze Zeit, Fribo. Deshalb habe ich auch die ganzen Dekorationssachen mit hochgeholt. Weil wir Ostern feiern wollen. Ja. Und an Ostern erinnern wir uns genau daran, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass wir mit ihm Sieger sein können. Ja, Mensch,
Dann los! Ja! Komm, Bodo! Dominik, komm rüber! Schnell, schnell, ja, hier rüber! Schon unterwegs. Ihr müsst jetzt den Dachboden ganz bunt machen. Ja, aber das machen wir. Also, pass halt, auf, halt, ich hab noch eine Frage. Was eins verstehe ich nämlich nicht. Wenn wir an Ostern doch feiern, dass Jesus Sieger ist, was haben dann die bunten Eier und die Hasen mit Ostern eigentlich zu tun? Das ist eine gute Frage, Fribo. Und ich glaube, da kann uns Fritzi Fragezeichen weiterhelfen. Oh ja! Ja? Mhm. Augen auf und Ohren gespitzt. Meine Rätselfreunde, hier kommt Fritzi Fragezeichen. Ich habe einen neuen Auftrag bekommen. Fribo möchte wissen, was Osterhasen und Ostereier mit Ostern zu tun haben. Das ist eine richtig gute Frage. Wollt ihr das auch wissen? Ja? Dann lege ich jetzt sofort los. Dieser Fall ist in 0, nichts gelöst. Dann wollen wir mal in meinem Superlexikon nachschlagen, was da so drin steht. Osterei. Hier steht was. An Ostersonntag endet die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist 40 Tage lang. Puh, das ist aber ganz schön lang. Aber was ist eine Fastenzeit? Fastenzeit heißt, dass man 40 Tage bestimmte Dinge nicht isst, wie zum Beispiel Süßigkeiten oder Fleisch. Früher war es so, dass man in der Fastenzeit auch keine Eier essen durfte. Aber die Hühner haben trotzdem jeden Tag Eier gelegt. Und damit die Eier nicht schlecht werden, hat man sie gekocht. Aber wie konnte man die rohen von den gekochten Eiern unterscheiden? Denn von außen sahen alle Eier gleich aus. Man hat die Eier gefärbt, zum Beispiel mit rote Beete, dann wurden die Eier rot. An Ostersonntag war die Fastenzeit vorbei und die Menschen haben wieder Eier gegessen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sich besonders die Kinder darauf gefreut haben und wie gerne sie ein Ei gegessen haben. Deswegen haben die Eltern die bunten Eier im Garten versteckt. Spannend, jetzt fehlt uns aber noch der Osterhase. Suchen wir das Wort mal. Osterhase. Da steht es. Warum es Osterhasen gibt, weiß man nicht genau. Es gibt dafür verschiedene Antworten. Also gut, dann schauen wir uns mal die erste Antwort an. Ostern wird im Frühling gefeiert. Der Frühling ist die Jahreszeit, die für neues Leben steht. Überall blühen die ersten Blumen wie Krokusse und Osterglocken. Die Bäume und Sträucher bekommen neue Blätter. Viele Tiere wachen aus dem Winterschlaf auf. Und das ist auch die Zeit, in der die Hasen wieder über die Felder hoppeln. Außerdem ist der Hase eins der ersten Tiere, der seine Jungen bekommt. Wenn der Winter sehr lange dauert, ist es für die Tiere gar nicht so einfach, Futter zu finden. Auf der Futtersuche kommen die Hasen dann immer näher an die Häuser heran, um Futter zu finden. Um Ostern herum sahen die Menschen also oft Hasen. Und so dachte man, dass der Hase die Ostergeschenke bringt. Also ich finde es super, wenn Mama und Papa an Ostern Sachen verstecken und ich sie suchen darf. Oder wenn ich mit Oma Eier färbe. Aber jetzt wissen wir, davon steht nichts in der Bibel. Und auch wenn es Spaß macht, feiern wir an Ostern, dass Jesus gestorben ist und gegen den Tod gewonnen hat. Ostern ist also ein richtiges Siegerfest. Macht's gut und denkt dran, immer die Augen auf und Ohren gespitzt. Eure Fritzi Fragezeichen. Oh, das sieht toll aus. Ja. So feiert man eine echte Siegerparty. Ganz genau. Ist richtig schön geworden, oder? Ja. Mensch, toll. Oh, so schön bunt, ja, so schön super. Das hat sich richtig gelohnt. Du, sag mal, hast du nicht was von einem Geschenk erzählt? Ah, das habe ich fast vergessen. Du hast recht. Okay. Geschenk vergisst man nicht. Dann geh mal hier runter, mach mal hier die Augen zu uns, also nicht gucken. Ja, na. Nein, bleib unten, Fribo, jetzt. Ja, also ich verstecke das jetzt. Also, ja, aber ich bin so aufgeregt. Ja, bleib nicht shooten. Also hast du schon versteckt? Nein, ich laufe gerade durch den Raum und gucke überall, wo ich das verstecken könnte. Aber jetzt kann ich kommen? Nein, noch nicht. Oh, du hast einen Husten. Ja, irgendwie ist gerade so ein bisschen schwierig. Vielleicht jetzt, da drüben. Kann ich jetzt kommen? Also, noch nicht. Bodo, sag doch mal. Bodo, sag doch mal. Mensch. Du siehst das doch, Bodo. Ich bin fertig. Bist du fertig? Rauskommen. Fertig? Ja. Kannst du losgehen? Kann ich ja, so? Kann losgehen. Los. Okay, jetzt rück mal. Bodo, hast du doch gesehen, ne? Sag mal was. Ach, Bodo, auf dich ist gar kein Verlass. Ja, der Bodo ist ein Fairplayer. Hier ist was? Hier? Sag mal, kalt oder warm? Na, da ist so laukalt, würde ich sagen. Laukalt? Dann auf der anderen Seite. Hier vielleicht. Ist hier besser? Ja, ein bisschen auch nicht? Besser vielleicht. Hier drinnen? Nee, das auch nicht. Mensch, na, da guck mal da drüben. Also hier muss jetzt aber irgendwo sein. Hier sag ich schon auf dem ganzen Dachboden. Du bist ganz nah dran. Hier. Heiß, heiß. Hier. Immer heißer. Hier. Oh, verbrennt ich hab nicht. Es, ich hab ja. es. Ah. Super.
Sehr gut, ja, komm her. Ich hab es, oh, ich bin der weltbeste so. Kinder. Ja, juhu, total. Juhu. Soll ich es aufmachen? Ja, ich bin aber gespannt. Okay. Mach mal auf. Was ist denn da los? Mach doch mal auf, schneller. Ja, ist ja. Aufregend. Ja. Oh, jetzt hab ich den ganzen Tag wurde abgesucht. Guck mal hier. Oh, was ist das? Das sieht aber komisch aus. Bäh, das riecht ja gar nicht gut. Das stinkt ja. Was ist das für ein komischer Klumpen? So ein brauner Klumpen da. Das ist ein ganz besonderer Klumpen. Ja, wirklich? Das sieht aber nicht besonders aus. Was macht man denn damit? Man vergräbt ihn in der Erde. Na toll. Und dann ist es weg. Ja, aber dann passiert was damit. Das ist nämlich eine Saatkugel. Ja, aber wie soll denn aus diesem Klumpen etwas Wunderschönes werden? Wenn man den in der Erde vergräbt, dann dauert es ein bisschen und dann kommen da ganz viele schöne Blumen und Kräuter raus. Zum Beispiel gelbe Ringelblumen und blaue Kornblumen und grüner Salbei und noch viele, viele Sachen mehr. So viele Blumen? Ja. Aus diesem kleinen Ding da? Ja, ist richtig schön. Mensch, die machen ja unseren Garten schön. So schön wie den Dachboden. Das stimmt. Genau, so richtig schön bunt. Ja. Und weißt du, was die noch macht, diese Kugel? Nee. Die erinnert uns an die Ostergeschichte. Hä? Wieso das denn? Na, pass auf. Ja, also, bin ich auch gespannt. Jesus war ja auch tot. Ja. Ne, er hat nichts mehr gesagt, nicht mehr geatmet und sowas. Mhm. Und wenn du dir den Klumpen anguckst, ja, der ist auch nicht lebendig, oder? Nee. Ja, ne? Und dann wurde Jesus ja ins Grab gelegt. Mhm. Und wir werden nachher diesen Klumpen auch vergraben. Also fast wie in ein Grab legen. Ne? Ach so. Erde auf, Klumpen rein, Erde drauf. Mhm. Ne? Und dann ist das Wunder passiert. Jesus ist wieder lebendig geworden, wieder auferstanden, weil er den Tod besiegt hat. Und unsere Kugel, wenn die ein paar Tage in der Erde liegt, dann erwacht da auch was zum Leben. Und dann kommen die wunderbaren, schönen, bunten Blumen raus. Boah, das ist ja toll. Ja. Ich will sofort runter in den Garten und die Kugel in die Erde legen. Machen wir gleich. Aber vorher dürfen wir es nicht vergessen. Was denn? Noch ein Geschenk? Ja, genau. Ich muss noch mal suchen? Nein, ich meine unsere Geschenkschatzkiste. Ach ja, natürlich. Da muss was rein, ne? Da muss das beste Geschenk rein. Und was können wir die Saatkugel, rein? Die Saatkugel können wir reinlegen. Nee, die erinnert uns dann immer an die wichtigste Bibelgeschichte. Aber die wollen wir doch im Garten vergraben, dass es schön bunt wird. Ach ja, stimmt ja. Ich habe eine Idee. Pass auf. Was denn? Also, wir nehmen diesen richtig schönen bunten, also grünen Umschlag. Ja, schön grün. Mhm. So, und jetzt nehme ich die Trauerkarte, okay? Ja. Ja? Die stecke ich jetzt hier rein. Und dann? Pass auf. Dann schreibe ich auf den Umschlag was drauf. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Du machst ja richtig spannend. Was schreibst du da drauf? Na, warte kurz. Du machst ja wirklich super spannend. Ja, ist ja auch spannend. Ich platze gleich vor Neugierde. Oh, was schreibst du denn da bloß drauf? Das ist mal ganz schön viel, was du da drauf schreibst. Ja, bin gleich fertig. Ja. Bin schon so gespannt. Hier. Aber sowas von. Lies mal vor. Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Ja, genau. Ja, das ist toll. Stimmt, das ist ne? wunderschön. Genau. Traurig bin ich ja immer noch ein bisschen. Aber mir geht schon viel besser. Und ich freue mich, wenn ich meine Uroma wieder sehe. Und wenn sie mir wieder mein Schlaflied vorsingt. Das wird richtig toll. Ich freue mich auch schon drauf, wenn meine Uroma wieder lebendig ist. Ah. Oh ja. Das wird richtig gut. Gehen wir raus? Oh ja, ich helfe dir mit meinem Buddeln. Ja, okay. Ich stecke noch vorher den Briefumschlag hier. Aber komm jetzt nicht mehr so lange rumtrödeln. Komm. Warte doch, können wir das Loch noch aufmachen? Ich bin ja gleich da. Los, komm. Dann, ja, ich komme.